Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es um einen smarten Garagentoröffner, den wir in ähnlicher Form uns schon angeschaut haben. Jetzt allerdings auch für Apples HomeKit-User verfügbar. Und nicht nur natürlich für HomeKit, sondern auch weiterhin für den Amazon Echo und für den Google Home. Das heißt, der All-in-One-Garagenöffner von Meros ist endlich da und tatsächlich auch heute reduziert, exklusiv nur am heutigen Tag, von 53 auf 42 Euro. Das heißt, wenn ihr das Ding haben wollt, dann nutzt das definitiv aus. Richtet sich ebenfalls neben der zeitlichen Begrenzung einmal komplett nach der Auslastung. Von daher seid definitiv schnell. Die liegt derzeit schon bei über 70%. Wenn ihr natürlich Fragen habt zum Garagentoröffner, gerne einfach alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben und ich versuche das so schnell wie möglich für euch zu beantworten. Es ist allerdings ein Gadget, was tatsächlich total unscheinbar ist, was sehr leicht einzubinden ist und einen riesen Einfluss auf den Alltag hat. Das kann man nicht von allen Smart Home Gadgets behaupten. Vieles ist auch wirklich Spielerei, aber der Garagentoröffner hier ist tatsächlich ein super hilfreiches Device. Gerade wenn man natürlich ein elektrisches Garagentor besitzt und dieses immer mit einer Fernbedienung beispielsweise auf und zu gemacht hat. Bisher könnt ihr jetzt mit diesem einfachen Gadget einfach den Motor nachrüsten und tatsächlich innerhalb weniger Minuten das Ganze smart steuern. Wenn das Ganze bei euch ankommt, ist es erstmal sehr unscheinbar, muss man wirklich sagen. Der Korpus relativ klein gehalten, natürlich typisch für Meros, Schaltertechnik sehr, sehr gut verarbeitet. Das fällt natürlich direkt zu Beginn auf. Und was ebenfalls auffällt, ist es gar nicht mal viel, was sonst mitgeliefert wird, sondern tatsächlich nur dieses Produkt, wovon Meros zumindest behauptet, dass es Plug and Play ist. Ganz einfach zu verkabeln ist es tatsächlich, geht wirklich innerhalb von wenigen Minuten und dann natürlich auch Meros typisch sehr, sehr einfach in die App einzuspielen. Dort allerdings könnt ihr euch dann verschiedene Punkte einspielen bzw. dann einmal kalibrieren. Ihr könnt natürlich den Garagentoröffner von vornherein entweder über Apples HomeKit, wenn ihr Apple-Nutzer seid, einmal direkt einrichten oder einmal über die App kalibrieren. Dort könnt ihr dann Zeitpläne festlegen und selbstverständlich von überall in der Welt einmal euer Garagentor monitoren, heißt selbstverständlich auch von überall öffnen und schließen. Das Einzige, was der Garagentoröffner wirklich benötigt, und das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, er benötigt WLAN. Das heißt, ihr müsst ein WLAN-Signal haben und dann funktioniert das ohne Probleme. Leider keine Datenkarte. Es gibt leider auch bisher noch keinen smarten Garagentoröffner, zumindest keiner, der mir bekannt ist, der mit einer Datenkarte funktioniert. Von daher sollte mindestens ein mittleres Signal vorhanden sein, damit das Ganze hier reibungslos funktioniert. Was gut ist wirklich, dass Meros auch hier bei diesem Gadget auf Samsung SmartThings vorgerüstet hat. Das heißt, selbst wenn SmartThings so ähnlich wie in den USA wirklich sehr groß wird, dann haben wir hier schon ein Gadget, was direkt damit kompatibel sein wird. Und das macht natürlich dann doppelt Spaß. Also wenn ihr ihn haben wollt, meiner Meinung nach ein super praktisches Gadget, ein sehr, sehr gutes Gadget und vor allen Dingen etwas, was ihr wirklich häufig auch verwenden könnt, nutzt es aus. Standardmäßig 53 heute für 42 Euro. Link zum Deal ist einmal für euch in der Infobox und bei Fragen gerne einfach alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann seid ihr mal auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.